Achtsamkeit ist das neue Intervallfasten. Wer sie besitzt, ist fein raus. Wer unachtsam weiter vor sich hin wurschtelt, gehört zu den Verlierern. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit dem Sozialpsychologen Simon Schindler von der Uni Kassel, der mit einer schockierenden Studie versucht hat zu belegen, dass Achtsamkeitspraxis unser moralisches Empfinden mindert. Schluck. Guten Morgen, Herr Dr. Schindler. Das ist nett, dass Sie Zeit haben für uns. Sie haben Anfang des Jahres zusammen mit Kollegen eine Studie veröffentlicht, die jede Menge Wirbel gemacht hat, erstaunlich viel Wirbel verursacht, wenn man bedenkt, dass es dabei um ein Thema ging, das die Gemüter eigentlich beruhigen müsste, nämlich Achtsamkeit und Meditation. Mhm. Was haben Sie sich dabei gedacht? Wir haben uns viel dabei gedacht. Also es ging um, zum einen ist die Idee langsam gewachsen. Also ich meine, das sind Studien, die über, glaube ich, 3, 4, 5 Jahre oder so jetzt gelaufen sind. Also verschiedene Experimente zu einem bestimmten Thema. Und das ist aus einer Idee entstanden, weil ich mich mit vielen Kollegen immer wieder auseinandergesetzt habe und weil ich selbst Meditation praktiziere, dass man da immer so ein bisschen belächelt wurde und dass vor allem mein damaliger Chef gesagt hat, ja, das ist ja alles Esoterik und das kann man ja alles gar nicht glauben, das ist alles Placebo-Effekt. Und wir haben uns dann auf eine Fragestellung geeinigt, wo man sagt, okay, in der Literatur findet man so viele Experimente und Studien zu positiven Effekten, beziehungsweise wird oft behauptet, dass es Achtsamkeit so viele positive Effekte hätte. Da sind wir als Sozialpsychologen dann doch ein bisschen hellhörig geworden und gesagt haben, ist es denn immer so? Weil wir von unserer Perspektive kommt es immer auf die Situation drauf an, ob Menschen gut oder schlecht handeln. Und dann haben wir gedacht, gut, testen wir das mal mit Achtsamkeit aus. Und so ist es dann zu der Idee gekommen und zu den Experimenten, die da in dem Artikel dann drin erschienen sind. Also nochmal, das ist ja hochinteressant. Das ist also mehr oder weniger aus einer persönlichen Erfahrung, die Sie gemacht haben, entstanden. Sie haben angefangen zu meditieren, stehen mit den Kollegen in der Uni Kassel, in der Kaffeeküche. Die anderen lachen, weil die spielen alle Squash und Sie meditieren. Und Sie werden belächelt und sagen, nee, Moment mal, es ist, dahinter ist was. Und jetzt schauen wir mal, was das überhaupt für ein Thema ist. Dabei sind Sie drauf gekommen. Die Achtsamkeit ist sozusagen die heilige Kuh. Und das untersuchen wir jetzt mal genauer. So in die Richtung, ganz so negativ war es nicht, also ich wurde nicht belächelt. Aber natürlich habe ich mich kritisch auf wissenschaftlicher Ebene mit auseinandergesetzt, weil wir uns immer fragen, wie kann man denn das jetzt gut untersuchen und was ist da tatsächlich dran? In der Öffentlichkeit ist Achtsamkeit mega der Hype. Findet man überall, findet man Kurse dazu, das wird in allen gesellschaftlichen Bereichen angeboten, ob es in der Schule ist, ob es bei Managern, Managerausbildung ist. Oder bei uns, bei Yoga Easy. Wir haben sehr viele Achtsamkeitsprogramme, die übrigens gewollt werden, die unseren Leuten sehr gut tun. Das ist richtig, es gibt da natürlich einen riesigen Hype. Das ist genau, und für uns ist die Frage eben, Sie sagen gerade, es tut Ihnen gut, und für uns ist die Frage, okay, wie können wir das jetzt tatsächlich experimentell untersuchen? Ne? Ich meine, für Sie ist wichtig, dass die Leute zufrieden sind, die Leute sagen, hey, das tut mir gut. Für uns ist darüber hinaus wichtig, wie können wir das quasi kausal untersuchen? Also welchen Effekt hat so eine Achtsamkeitsübung tatsächlich im Vergleich zum Beispiel zu was anderem? Ne? Ja. Also der Titel Ihrer Studie, wir müssen jetzt, also ich habe die Studie mich mit nichts anderem beschäftigt über die Feiertage wir müssen jetzt einfach mal allen Hörern erklären, worum es in dieser irren Studie ging. Der Titel Ihrer Studie heißt Potential Negative Consequences of Mindfulness in the Moral Domain. Mhm. Kann man sagen, dass die Hypothese Ihrer Studie darin besteht, dass die Achtsamkeitspraxis das moralische Empfinden schwächt? Schwächen kann. Also es geht ja um Potential Consequences, also mögliche Konsequenzen von Achtsamkeitsübungen. Bei uns im Fall im moralischen Bereich. Und das ist insofern neu und ich bin über den Aufschrei doch ein bisschen, naja, auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite dann doch nicht. Weil im Prinzip ist es ja trivial zu sagen,
Irgendwas hat immer, Achtsamkeit ist immer gut für die Welt. Wenn man das so sagen würde, würde man sagen, naja, so einfach kann man das jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Und genau den Punkt machen wir, dass wir sagen, naja, vielleicht gibt es auch Aspekte oder Situationen, wo Achtsamkeit vielleicht nicht so wünschenswerte Effekte hätte. Und das war unsere Idee. Und wie gesagt, ich will hier nochmal betonen, dass ich an sich, ich bin überhaupt kein Feind der Achtsamkeitsübung. Im Gegenteil, ich praktiziere das selber und musste mich quasi dazu zwingen, auch mal ein bisschen kritischer damit umzugehen und nicht, weil als Wissenschaftler ist es meine Aufgabe, kritisch mit Dingen umzugehen und weniger zu sagen, ach, so wünsche ich mir die Welt, deswegen ist sie auch so. Und daraus ist das Ganze entstanden. Und ja, die ein oder anderen kritischen Aspekte sind dabei schon zutage gekommen, genau. Also bevor wir über die Kritik sprechen, erst noch mal zu der Studie und den zwei Experimenten, die Sie durchgeführt haben. Was haben Sie sich da ausgedacht? Also typischerweise ist es bei uns so, dass wir Verhalten oftmals messen, indem wir Leute sagen, stellen Sie sich folgende Situation vor. Und hier ging es jetzt darum, dass man quasi ein Fahrrad ausgeliehen hat und dann das Fahrrad wurde geklaut. Ne? Also man hat quasi von einem Freund das Fahrrad verloren und jetzt ist die Frage, man fühlt sich schlecht, weil das Fahrrad ist weg. Wie gehe ich jetzt damit um? Und jetzt haben wir die Möglichkeit, quasi der Freund hat Geburtstag und jetzt ist die Frage, wie hoch soll das Geburtstagsgeschenk ausfallen? Wie teuer quasi oder wie viel Geld möchte ich jetzt bezahlen? Und das ist für uns quasi ein Maß dafür, wie sehr will ich den Schaden wieder gut machen. Das ist eine Möglichkeit. Und bevor die Leute das daher geantwortet haben, haben sie entweder eine Achtsamkeitsübung gemacht. Also eine Gruppe hat die Achtsamkeitsübung gemacht und die andere Gruppe hat eben eine Kontrollübung gemacht. Da ging es einfach nur darum, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Und dann vergleichen wir quasi, wie die Leute in der Achtsamkeitsübung geantwortet haben und wie die Leute in der Kontrollübung geantwortet haben nach der Kontrollübung. Und dann vergleichen wir das. Das war das erste Szenario und schildern Sie das zweite auch noch, das zweite Experiment? Das zweite Experiment, da ging es um Fleischkonsum. Also es ging jetzt, wir haben quasi Szenarien gesucht, wo wir ein schlechtes Gewissen quasi den Leuten einimpfen können. Und da haben wir Fleischesser genommen und haben denen dann quasi ein Video präsentiert, wo es Argumente gegen den Fleischkonsum gibt. Da gibt es eine ganze Menge, das ist Tierleid oder auch Klimazerstörung, dass man da und dann wurden die damit konfrontiert und um das schlechte Gewissen quasi zu erzeugen. Und danach haben wir eben gefragt, wie sich schlecht sie sich fühlen, also das schlechte Gewissen quasi erfasst und auch erfasst die Absicht, den Fleischkonsum in Zukunft zu reduzieren. Und auch hier haben die Leute vorher, bevor sie das geantwortet haben, entweder eine Achtsamkeitsübung gemacht oder eben eine Kontrollübung. So, und jetzt für alle, die das noch nicht gelesen haben, das hat wirklich große Wellen geschlagen in den letzten Wochen in den Zeitungen. Spannen Sie uns nicht länger auf die Folter. Was war das Ergebnis? Also in beiden Studien war das Ergebnis, dass die Leute, die eine Achtsamkeitsübung gemacht haben, zum einen weniger bezahlt haben für den Freund, also das Geschenk ist weniger teuer ausgefallen. Und bei der Fleischkonsumstudie war es, dass sie weniger schlechtes Gewissen hatten und weniger die Absicht formuliert hatten, den Fleischkonsum in Zukunft zu reduzieren. Das eben, wenn man die Achtsamkeitsübung vorher gemacht hat im Vergleich zu einer Kontrollübung. Ja, das ist natürlich ein krasses Ergebnis, aber da müssen wir noch ein bisschen, das müssten Sie vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter sagen, denn es heißt, in 2 von 5 Fällen gab es Hinweise, also darauf, was Sie gerade beschrieben haben, dass das schlechte Gewissen oder das moralische Empfinden gemindert wurde. In den anderen gab es, in den anderen 3 Fällen gab es sogenannte Nullbefunde. Was sind Nullbefunde und warum ist es so ungewöhnlich oder sagen wir mal erstrebenswert, dass, wie Sie das gemacht haben, dass diese Nullbefunde auch veröffentlicht wurden. Das ist für mich als Wissenschaftler eine sehr wohltuende Frage. Typischerweise ist es so, dass Nullbefunde, also das sind quasi, wenn es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Bedingungen gibt. Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kontrollübung oder ich habe eine Achtsamkeitsübung und es gibt keinen Effekt zwischen den beiden. Das heißt,
Ihre These wäre damit nicht bestätigt. Genau, die These wäre nicht bestätigt, wir haben keinen Unterschied gefunden. Und oftmals war es so in der Vergangenheit, dass solche Befunde nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Na, und, weil nicht, wegen der nicht, Drittmittelforschung. Auch das, ja, also es gibt viele verschiedene Anreize, dass man einfach sowas auch gar nicht publizieren wollte. Das ist ja, wen interessiert denn, wenn es keine Unterschiede gibt. Ja. Ja, und, das, und mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert in der Psychologie, beziehungsweise in der wissenschaftlichen Publikationswelt allgemein. Und das ist ganz gut, weil wir sind ja an der Wahrheit interessiert. Und dazu gehören auch solche Ergebnisse, die eben den Befund nicht immer zeigen. Und wichtig ist aber hier, wir haben jetzt 5 Studien durchgeführt und in der Tat, davon waren 3 quasi, haben keinen signifikanten Unterschied gezeigt, wie wir das sagen würden. Aber wenn man alle Studien zusammennimmt, alle 5 Studien zusammen, dann hat sich dieser Achtsamkeitseffekt dann doch wieder gezeigt, dass Achtsamkeit eben zu weniger moralischen Korrekturen führt quasi. Wenn ich jetzt quasi ein Schuldgefühl hatte, dann reagiere ich nicht so stark auf das Schuldgefühl mit dem Verhalten, das den Schaden zu reparieren, als eine Kontrollübung. Und den haben wir eben über alle 5 Studien hinweg dann wieder gefunden, was dann doch Unterstützung für die Idee liefert. Also, ich hoffe, das haben jetzt alle verstanden. Ich fasse es nochmal für uns Nicht-Akademiker zusammen. Ja, gerne. Die Leute meditieren, denken, sie werden bessere Menschen und in Wahrheit sind sie nicht bereit, irgendwie auch nur 5 Mark fürs Geburtstagsgeschenk auszugeben, obwohl das Fahrrad geklaut wurde. Das ist bitter. Sie haben damit die Achtsamkeit von ihrem Sockel gestoßen, wenn man davon ausgeht, dass Achtsamkeit tatsächlich das moralische Gewissen stärkt. Ja, also natürlich ist es jetzt zugespitzt formuliert. Die Leute, die die Achtsamkeitsübung gemacht haben, es gibt natürlich dann immer, das ist auch wichtig als Wissenschaftler, Limitationen aufzuzeigen. Was können die Studien leisten, was können sie nicht leisten? Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel verschiedene Limitationen, wie die Leute, die die Achtsamkeitsübung gemacht haben, waren relativ unerfahren. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, man braucht 2-3 Jahre, bis Achtsamkeit tatsächlich seine Wirkung entwickelt. Oder vielleicht braucht man ein ganzes Leben. Andererseits kann man auch argumentieren, wenn schon 10 Minuten Achtsamkeitsübung so einen Effekt haben, wie viel haben dann 2-3 Jahre? Also wie gut ist man dann darin, quasi sein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Jetzt sind wir schon fast bei der Kritik. Ja, okay. Wir müssen nicht so schnell. Sie sind viel zu schnell für mich. Okay, okay, okay. Weil ich auch lange meditiere und ich bin auch sehr langsam dadurch geworden. Also ich bin sehr, sehr phlegmatisch und heiß ist es auch. Wir müssen ein bisschen langsamer, wir müssen das Tempo etwas drosseln. Ich möchte noch mal zu der Achtsamkeit, solange sie noch auf ihrem Sockel steht, wenn sie auch wackelt. Was bedeutet denn für Sie das Schlagwort Mac-Mindfulness, also so eine schnell, nee, erklären Sie mal. Also es geht ja darum, dass Achtsamkeit aus dem Buddhismus quasi hier in den Westen importiert wurde und verändert wurde dementsprechend, auch unserem Lebensstil angepasst. Und hier geht es in erster Linie nicht mehr um buddhistische Ethik, das wäre jetzt meine Annahme, sondern es geht darum, um Selbstoptimierung, um Entspannung, vielleicht auch um Gesundheit, Stressreduktion. Das sind Punkte, die uns, wenn wir Achtsamkeitsübungen machen oder vielleicht auch Yoga machen, wichtig sind. Und dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Nur, was wir dann eben machen, also erstmal einzuwenden. Der andere Punkt ist dann, wenn man behauptet, dass Achtsamkeit generell die Lösung für die weltlichen Probleme sei oder für die Probleme der Welt, dass Achtsamkeit alles besser macht, dass es uns zu besseren Menschen macht. Das steckt ja so ein bisschen dahinter und das versuchen wir so ein bisschen kritisch zu beleuchten, also zu sagen, was ist Wellness, was tut mir selber einfach gut durch Achtsamkeit und was ist tatsächlich dran, dass man sagt, okay, wo ist tatsächlich was, wo macht uns das tatsächlich besser? Also in Bezug auf andere Menschen oder in Bezug auf den Weltfrieden oder in Bezug auf das Leiden anderer Wesen generell universell gesprochen. Und da stellen wir die Frage, ist Achtsamkeit vielleicht doch nicht so auf diesem Sockel, wie Sie es beschreiben? Und da kann man vielleicht mal ein bisschen dran wackeln. Genau, das würde also jetzt bedeuten, dass Achtsamkeit im Prinzip, seit wir das im Westen üben, zu einer Art Ideologie geworden ist, die auch verhindert, dass wir tatsächlich mit klarem Blick auf die Verhältnisse sehen, sondern eigentlich so eine Art Nabelschau betreiben, die uns in Wahrheit eben nicht empfänglich macht für all das, was um uns herum passiert.
Jein, ich würde sagen, Achtsamkeit hat, ist schon ein sehr mächtiges Instrument. Ich meine, ich praktiziere das ja selber und ich stelle mir nur selber die Frage, ich merke Effekte, zum Beispiel auch bessere Konzentration, bessere Aufmerksamkeitsfähigkeit. Ich nehme auch an, ich gehe vielleicht nicht meinem Impuls einfach nach. Auch in der Partnerschaft kann das positive Effekte haben. Nur bin ich auch kritisch und sage mir, bin ich deswegen jetzt tatsächlich zu einem besseren Mensch geworden? Das wage ich zu bezweifeln. Also natürlich ist jetzt die Frage, was versteht man unter einem besseren Mensch? Aber ich würde nicht sagen, dass sich meine Werte und Ziele grundsätzlich geändert haben, sondern es ist einfach geworden, meine Ziele und Werte zu leben und zu erreichen. Und das wiederum ist ganz lustig, weil diesen hohen Anspruch an Achtsamkeit tatsächlich uns zu besseren Menschen zu machen, das ist ja quasi von den Erfindern erstmal gar nicht so angelegt gewesen. Sie haben ihrer Studie ein Zitat von Suzuki vorangestellt: If your mind is empty, it's always ready for anything, it's open to everything. Also wenn dein Bewusstsein leer ist, ist es für alles jederzeit bereit. Das bedeutet für alles, auch alles Negative. Das ist natürlich ein sehr, 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 ja, also vielleicht aus einem Kontext gerissen, aber das Zitat trifft es trotzdem ganz gut, wie Sie sagen. Weil das wird oftmals gar nicht so gedacht. Also diese negative Seite wird gar nicht so gedacht. Das klingt erstmal alles so total gut, aber man kann Achtsamkeit natürlich auch verschieden einsetzen. Es ist wie ein Instrument oder wenn man brutal formulieren will, wie eine Waffe, ist die Frage, für was setzt man das ein? Setzt man das ein, um Frieden zu schaffen oder setzt man es ein, um andere Leute zu überfallen? Von daher ist Achtsamkeit, würde ich schon sagen, stark vom Ziel abhängig und von der Wertehaltung. Also wenn man jetzt sagt, Achtsamkeit machen wir jetzt auch bei Soldaten, damit die in Kriegssituationen entspannter sind und deswegen effektiver andere töten können. Das kann man machen, nur ist die Frage, ist es dann auch noch so ethisch vertretbar, wie wir das eigentlich ursprünglich gedacht haben oder wie man das sich vorstellt? Ja, wie man es eben gerne hätte. Jetzt fällt dann das berühmte Samurai-Beispiel, die Zen-Meditation, die die Samurai genutzt haben, oder der achtsame Scharfschütze, der besser trifft. Aber wie gesagt, das funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass uns Achtsamkeit tatsächlich zu besseren Menschen macht, wenn der Anspruch also eigentlich zu hoch ist. Denn wenn man den Anspruch etwas mindert, dann treten eigentlich nur positive Effekte an den Tag. Also was ja typischerweise, ich meine, man muss auch sagen, es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Meditation. Wir haben hier eine ganz schlanke Achtsamkeitsübung gewählt, bei der es eben primär, vielleicht auch im Westen weit verbreitet, primär darum geht, auf den Atem zu achten, alles, was kommt, gehen zu lassen, wahrzunehmen, aber nicht zu bewerten, sich nicht in Grübeleien zu verstricken. Und genau das ist dieser Punkt, dieses Nicht-Wertende. Also man kann ja sagen, Moral braucht ja eine Wertung. Und das, was Sie beschreiben, dieses offen zu sein und dieses Nicht-Wertende, das schließt ja keine Moral dann ein. Also dann ist der Punkt, was passiert denn dann? Und da ist die Frage, werden wir dann automatisch moralisch besser? Und das wage ich erstmal zu bezweifeln, weil empirisch gibt es dafür wenig Befunde. Es gibt empirisch viel Befunde für Gesundheitsaspekte und Entspannungsaspekte, das ist okay. Habt ihr gehört, Yoga Easy, Leute? Es gibt viele Belege dafür. Genau, aber tatsächlich, was jetzt das Prosoziale angeht oder das mehr Miteinander, da ist die Befundlage noch relativ dünn und da stoßen wir jetzt als Sozialpsychologen einfach mal vor und sagen, es gibt auch Situationen, da ist es vielleicht gar nicht so erwünscht, weil es gibt einfach moralische Emotionen, die sind wichtig, wie jetzt Schuld zum Beispiel, aber wenn man durch Achtsamkeit auch lernt, besser Emotionen zu regulieren oder damit umzugehen, die vielleicht auch wegzumeditieren, wie meine Mutter früher gesagt hat, du musst deine Gefühle nicht immer wegmeditieren. Ich so, nein, Mutter, du hast keine Ahnung. Ja, ich mache das schon richtig. Und genau, aber das ist genau der Punkt, dass man da eben Zweifel haben kann und dass wir zumindest mal aus wissenschaftlicher Sicht Zweifel haben und da einfach mal der Frage nachgehen, was denn da dran ist an möglichen negativen Effekten. Deswegen gefällt mir diese Studie auch so gut und deswegen finde ich diese Fragestellung
Bin ich wirklich dankbar, dass Sie diese Studie gemacht haben und finde diese Fragestellung auch in Ihrer Polemik oder eventuell Verkürzung, wenn ich das sagen darf, habe ich jetzt gelesen als Kritik, finde ich trotzdem wahnsinnig wichtig und gut, denn das ist genau der Punkt, der an Achtsamkeitsübung oder Meditation doch so sensationell ist, dass es eigentlich eine Lehre schafft, dass es eigentlich so einen Raum schafft, wo erstmal keine Wertung stattfindet, keine Bewertung stattfindet und dann nach der Meditation, nach der Achtsamkeitsübung hat man dann im Idealfall einen klaren Kopf und kann dann wiederum mit ganz normalen, mit seiner Vernunft zum Beispiel einfach überlegen, wie man wertet und gar nicht so sehr sich auf Gefühle verlassen. Also das würde ich, Gefühle sind nichts Negatives, ne? Das nur so am Rande, also auch Gefühle sind natürlich ein wichtiger Hinweisgeber, die man bei der Achtsamkeitübung ja auch schön einbauen kann und drauf achten kann. Für mich ist nur wichtig zu sagen, also Sie beschreiben es gut und dann ist halt die Frage, auch nur als Beispiel jetzt, wenn man sagt, ein Manager, ein Top-Manager macht jetzt auch Achtsamkeitsübungen und geht danach wieder seinem normalen Business voran, nur kann er das jetzt eben effektiver und besser tun. Das kann das, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber man kann die Frage stellen, das Stichwort McMindfulness, dann kann man das auch für verschiedene Zwecke einsetzen. Also wenn ich einfach nur einen klaren Kopf kriegen will, kann ich mit dem klaren Kopf danach wieder Dinge tun, die ethisch sind, unethisch sind, aber ich bin eben offen dafür. Ne? Na klar. Also kann meine Ziele dann besser erreichen. Wenn ich jetzt viele Leute entlassen soll, dann kann ich das auch einfacher machen, weil jetzt das schlechte Gewissen nicht so da ist. Ich hab einen klaren Kopf, mache das mit hochkonzentriert und sag auch, ja, das ist jetzt halt so, muss jetzt sein, ich akzeptiere das, was ist, das ist meine Aufgabe. Dann funktioniert das auch. Ja, wobei man auch sagen muss, also Sie haben ja auch diese schöne Keule ausgepackt, Achtsamkeit passt prima zum Turbokapitalismus, das haben Sie gerade erklärt, was Sie darunter verstehen, das würde ich auch sofort unterschreiben, einerseits, andererseits muss man auch sehen, dass diese Achtsamkeitsübung oder Meditationspraxis und auch Yoga immer leider noch einer relativ kleinen Gruppe der Gesellschaft zur Verfügung steht, die dann damit alle ihre Ziele, welche auch immer, gut oder schlecht, besser verfolgen können, optimieren können. Das haben Sie ja gerade gesagt, das muss nicht immer schlecht sein, kann gut sein, wollen wir einfach mal sagen, das ist vielleicht eher immer gut. Aber ein Großteil der Gesellschaft kommt ja überhaupt nicht in den Genuss, dieser Möglichkeit, überhaupt Abstand zu nehmen, mal den Kopf kurz klar werden zu lassen. Und deswegen wüsste ich gerne, ob Sie nicht auch so ein bisschen, weil Sie selbst praktizieren, kalte Füße bekommen und denken, Mensch, eigentlich jetzt soll gerade Achtsamkeitspraxis oder Meditation vielleicht auch an Schulen eingeführt werden und jetzt wir mit der Studie, hoffentlich richten wir keinen Schaden an. Haben Sie selbst ein schlechtes Gewissen nach der Studie? Ich bin zerrissen, muss ich ehrlich sagen, ja, weil einerseits setzen wir so einen Nadelstich irgendwie in das Fleisch der Achtsamkeit. Dabei bin ich selber, finde ich es total gut, auch einfach, wie Sie sagen, den Raum mal zu schaffen für Lehre. Ja, und dann zu gucken, was passiert. Ich finde es total spannend, da können ganz, ganz verrückte Dinge auch passieren und ich finde es einfach auch gut, Stille zu ertragen, sich in Geduld zu üben, solche Sachen, auch die Impulse wahrzunehmen. Ich meine, wir haben jetzt quasi Moral als oder moralische Emotion als Impuls, wie sowas wie Schuld, aber es gibt natürlich ganz fatale Emotionen wie Wut, Hass und wenn ich denen nicht folge, ist natürlich viel geholfen. Ne? Also wenn man jetzt wenn man da sagt, ja, ich will friedfertig mit anderen Menschen umgehen, da kann Achtsamkeit natürlich auch ganz tolle Effekte haben. Die sind jetzt also erfahrungsmäßig. Aber ja, ich brauche mir nur sagen, weil wenn es jetzt an Schulen etabliert wird, und das, ich bin eigentlich im Großen und Ganzen bin ich auch dafür, ich würde dann nur sagen, man muss ein bisschen auf den Kontext aufpassen und sagen, wie man die Achtsamkeitsübung durchführt. Ne? Also, dass man da auch Miteinander einfach stark betont. Ja, sowas so Werte wie Solidarität einfach mit betont. Dass man nicht sagt, es geht jetzt nur um das Individuum, sondern es geht vor allem auch um die Connection untereinander. Ja, und dass man, und das muss stark kultiviert
motiviert werden, glaube ich. Das ist ein wichtiger Aspekt, den wir vielleicht dadurch aufzeigen können. Ja, das haben Sie gut gesagt. Das sollte genau tatsächlich so gemacht sein, dass Achtsamkeit, dass wir alle, also es ist wirklich nicht mein Lieblingswort, weil es wirklich so zum Klischee geworden ist, aber nichtsdestotrotz, wir brauchen diese Achtsamkeit, wenn wir unser Müllproblem mal loswerden wollen, eine Plastikflasche nicht einfach aus dem Fenster werfen, überhaupt keine Plastikflasche mehr benutzen und so weiter und so weiter. Also während Sie in der Uni sozusagen schon Ideologiekritik betreiben und ich das Wort schon kaum mehr hören kann, muss man sagen, dass im großen Maßstab das allerdings genau das ist, was wir brauchen. Sehr viel mehr Bewusstheit, sehr viel mehr Aufmerksamkeit gegenüber unseren eigenen Gewohnheiten. Also welche Debatte wünschen Sie sich denn jetzt im Anschluss an Ihre Studie zu dem Thema? Wir führen ja gerade auch eine große Wertedebatte, zum Beispiel was jetzt Klimawandel angeht. Mhm. Und die Frage wäre ja, wenn wir alle mehr Achtsamkeit betreiben würden, würde der Klimawandel dann sich ändern? Und das ist halt eine offene Frage. Achtsamkeitsfans würden natürlich sagen, ja klar, müssen wir machen. Ich würde einfach sagen, ja klar, die Ziele bleiben trotzdem bestehen. Dann kann ich, manch einer wird sein Konsumverhalten ändern, wenn er eh schon mit dem Vegetarismus liebäugelt oder so, oder Veganismus, keine Ahnung, dann lässt sich das vielleicht leichter machen. Aber man kann auch sagen, jetzt kann ich mit besserem Gewissen eben Fleisch verzehren. Ja, also, oder mit besserem Gewissen einfach rumfliegen, weil ich akzeptiere alles so, wie es ist. Hm. Ich wünsche mir eine Wertedebatte. Also was ist uns wichtig als Gesellschaft? Wo wollen wir hin? Und vor allem zusammen, also dass wir das zusammen machen. Und da ist die Frage, ob Achtsamkeit... Ich stelle es mal nur als Frage, ob Achtsamkeit nicht das für das Individuum gut ist, aber die Frage, ob Achtsamkeit auch für die Gesellschaft insgesamt gut ist. Also wie geht das Individuum dann in Resonanz, um mal einen Begriff von Hartmut Rosa zu verwenden, der ja auch ein bisschen kritisch ist, was das Achtsamkeitsthema angeht. Der sagt, es ist so eine subjektive Wellnessblase. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber da ist schon was dran zumindest auch. Ne? Und dass man da sagt, ja, man muss es aber auch raus, man muss transportieren das Ganze und ein bisschen das Ganze auch dann politischer werden. Ja. Also es muss halt einfach, man muss über all diese verschiedenen Aspekte reden können. Ich muss jetzt einfach nochmal, weil Sie gerade darüber gesprochen haben, was das für das Individuum bedeuten kann, aber auch politisch diese sehr bekannte Variante von John Kabat-Zinn anführen. Also das ist das Mindfulness-Based Stress Reduction Programm, kurz MBSR, nicht MDMA, MBSR genannt, 1979 erfunden vom amerikanischen Mikrobiologen John Kabat-Zinn. Und der nutzt das ja zum Beispiel, der hat das als östlich revolutionäres Konzept eigentlich integriert in den Westen. Und wer dazu zum Beispiel wunderbar profitieren kann, sind chronisch kranke Patienten, weil die eben durch diese Praxis so einen Raum herstellen, wo sie sich natürlich auf sich selber konzentrieren müssen, um mit Schmerz besser umzugehen. Der Vollständigkeit halber, wenn Sie erlauben, wollte ich einfach nochmal so einen wirklich sehr positiven, eine sehr positive Variante anführen. Na, absolut. Und die kann ich auch nur unterschreiben. Und da ist auch, das ist wichtig, ist gut, dass Sie das sagen, das ist wichtig, uns davon abzugrenzen. Das ist nicht unsere Perspektive. Ja. Also wir haben keine Perspektive auf Krankheiten oder auf kranke Menschen, auf psychisch kranke Menschen, oder auf physisch kranke Menschen. Also es geht tatsächlich hier um gesunde Menschen, mit denen wir die Experimente auch durchgeführt haben. Und hier geht es nicht um Gesundheitsaspekte. Mhm. Die Gesundheitsaspekte, das habe ich vorher schon erwähnt, die sind für Achtsamkeitsübungen tatsächlich oder durch Achtsamkeitsübungen sehr, sehr, sehr gut bestätigt. Und da würde ich auch sagen, das ist absolut Gutes anzugehen, ja, mit Achtsamkeitsübungen. Das ist wirklich ein mächtiges Instrument, das für ganz viele verschiedene Aspekte verwendet werden kann. Und da würde ich sagen, Entspannung, Stressreduktion und damit auch Gesundheit sind wesentliche Teile, die man damit erreichen kann.
Haben Sie denn jetzt an Ihrem Institut auf diese große Welle, die Sie da erzeugt haben, wie haben denn die Kollegen reagiert? Sie können jetzt sicherlich ganz offen sprechen, denn man weiß ja auch, dass das Wissenschaftssystem bestimmt ist von Druck und Konkurrenz. Und wie groß der sein kann, hat die Häme gezeigt, letztes Jahr Tanja Singer einstecken musste. Tanja Singer, die Empathieforscherin vom Leipziger Max-Planck-Institut, die man mehr oder weniger zum Rücktritt zwingen musste, weil sie in ihrem eigenen Institut so viel Stress verursacht hat, dass sie nicht länger haltbar war. Also, wie reagieren denn jetzt die Kollegen? Die können ja jetzt kurz die Stimme senken auf ihren Erfolg. Naja, also es läuft bei den meisten, läuft unsere Geschichte, unser Artikel schon sehr gut rein, weil er ist sehr kritisch und also geht kritisch mit dem Thema Achtsamkeit erstmal um. Das ist okay, und der Fall Tanja Singer, das ist insofern, ist es natürlich Mühlen auf die Kritiker, Mühlen auf die Kritiker. Weil man sagen kann natürlich, naja, also Achtsamkeit oder Meditation, wenn das so positive Effekte hat, warum hat es dann nicht selber gemacht? Dann wäre das Ganze ja nicht so passiert. Aber man muss natürlich sagen, so ein Einzelfall von Tanja Singer ist natürlich jetzt für uns keine Evidenz für eine Idee oder gegen eine Idee. Ne? Ja. Also, das muss man ja sagen. Aber die Atmosphäre, also ich habe voll viele E-Mails gekriegt, jetzt aufgrund von Medienberichten und so, Rückmeldungen, manche, also die meisten sind eher so, sie können das nicht teilen, also quasi, dass diese Achtsamkeit, es sind auch erfahrene Leute, und dass die Achtsamkeitsübung sie jetzt das schlechte Gewissen beruhigt hätte oder so, oder dass sie kein schlechtes Gewissen mehr hätten, das können sie nicht teilen, und Achtsamkeit wäre doch nur positiv. Aus sozialpsychologischer Sicht kann ich das auch erklären, dass natürlich auch Achtsamkeit so eine gewisse Ideologie erfüllt, so ein Wunschdenken erfüllt. Da fällt es schwer, mir selber viel schwer, mich dafür zu öffnen, dass eben da auch eventuell Seiten sind, die nicht so schön sind. Also die Resonanz ist schon extrem groß. Es war bisher bei keinem anderen Thema so, und ich forsche auch Tod und Lügen. Also von daher ist es schon auch schon spannend, das zu sehen. Aber im Kollegenkreis ist es eigentlich alles sehr sehr wohlwollend aufgefasst worden. Ja. Also ich freue mich wirklich sehr, dass es diese Studie jetzt gibt, weil man dann einfach, wenn man einfach darüber spricht, was Achtsamkeit sein kann, wenn man mit einer falschen Erwartung rangeht oder wenn man falsche Ziele hat oder bestimmte negative Ziele hat, was dann passieren kann. Ja. Mir gefällt es, dass irgendwie die Diskussion offen ist, dass es da kein Sprechverbot gibt, weil es dann auch wieder den Blick schärft für das, was Achtsamkeit eben an guten Aspekten hat im puncto Gesundheit. Und das haben Sie gerade alles nochmal schön aufgezählt. Also eigentlich ist das genau das, was wir brauchen. Keine Sprechverbote und keine Ideologie. Ich würde Ihnen gerne zum Abschluss dann noch eine Meditation von uns empfehlen für Innere Weite von Anna Trökes. Vielleicht schließen wir die nachher gleich an. Also ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und hoffe, die Debatte geht lebhaft weiter. Und wir würden uns dann gerne von Zeit zu Zeit wieder einschalten. Ich bedanke mich für die Anfrage, dass ich hier so meine Ideen quasi kundtun darf. Ich hätte ehrlich gesagt ich finde es schön, dass Sie da so offen mit umgehen. Das finde ich total gut. Ich hätte mit mehr Gegenwehr gerechnet, muss ich sagen. Von daher bin ich positiv überrascht, dass sie da so offen für sind. Das finde ich gut. Nein, also wir wollen ja ganz offene Debatte und ein Klima von Offenheit und Freiheit, und wir sind selber froh über Kritik. Also was anderes würde ich niemals machen wollen, und die Kollegen auch nicht. Alles klar. Gut. Dann frohes Schaffen, und ich werde jetzt eine Runde meditieren, um die Aufregung zu verkraften. Alles klar, viel Spaß dabei. Vielen Dank. Okay, ciao. Damit du es selber mal ausprobieren kannst, kannst du jetzt direkt im Anschluss mit Anna Trökes meditieren. Und bitte lass uns dann wissen, wie es dir danach ging und wie viel Geld du für die Geburtstagsgeschenke deiner Freunde ausgeben möchtest.
Richte dich ein in einem aufrechten und bequemen Sitz deiner Wahl. Sobald du merkst, dass du gut sitzt, schließe die Augen. Spüre den Kontakt deines Körpers zur Erde oder zur Sitzfläche und lass dich ganz auf ihr nieder. Gib ganz bewusst dein Gewicht ab, aber achte darauf, dass du dabei nicht in dich zusammensinkst. Spüre das Gewicht deiner Hände und Arme. Lass sie ganz schwer im Schoß oder auf den Knien ruhen. Spüre, wie ihr Gewicht deine Schultern in die Breite und Tiefe sinken lässt und ihnen so hilft, Anspannung loszulassen. Verwurzle dich ganz tief in der Erde und sieh deine Wurzeln in ihrer ganzen Breite und Tiefe. Mach dir bewusst, dass die Erde dich ganz sicher trägt und hält. Gleichzeitig nährt sie dich über deine Wurzeln und schenkt dir neue Kraft. Nimm nun einige ruhige, tiefe Atemzüge und zieh dich ganz in dich zurück. Werde dir bewusst, wie du dich heute fühlst. Wie geht es dir jetzt gerade? Wie erfährst du deine körperliche Befindlichkeit? Wo erfährst du in dir Anstrengung oder Müdigkeit? Wo geht es dir gut? Wo erfährst du dich als wach und klar? Wandere nun langsam und achtsam mit der Wahrnehmung von oben nach unten durch dich hindurch. Nimm dich in diesem Bodyscan sorgsam und achtsam in deinem So-Sein wahr, also in all den Zuständen und Befindlichkeiten, in denen du dich jetzt erfährst, und komm dir auf diese Weise ganz nah. Werde dir auch bewusst, in welcher Geistesverfassung und in welcher Gestimmtheit du dich gerade erfährst. Ist der Ruhe und Achtsamkeit oder vielmehr Müdigkeit oder Anspannung und Unruhe? Was immer du wahrnimmst, nimm es einfach nur zur Kenntnis, ohne es zu bewerten oder zu kommentieren. Erspüre im Bodyscan, wie du dich heute in den verschiedenen Räumen deines Körpers erfährst. Indem du jedes Mal aufs Neue offen und achtsam in dich hineinspürst, stärkst du so dein Körpergefühl und deine Selbstwahrnehmung. Deshalb
Verweile noch einige Atemzüge in dir, ganz dir zugewandt, ohne etwas zu wollen, ja sogar ohne jede Absicht. Genieß es einfach, völlig absichtslos mit dir und bei dir zu sein, egal in welcher Verfassung du gerade bist. Geh nun mit der Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Spüre sein natürliches, selbstverständliches Kommen und Gehen. Atme entspannt weiter und lass den Atem einfach nur geschehen. Beobachte in dieser Atemachtsamkeit den ruhigen Rhythmus des Ein- und des Ausatems. Beginne dann in aller Ruhe mit dem Zählen des Ein- und des Ausatmens von 1 bis 10. Ein- und Ausatmen 1, Ein- und Ausatmen 2 und so fort. Sobald du merkst, dass dein Geist abschweift, kehre ganz entspannt zum Anfang zurück und zähle wieder ab 1. Lass dann das Zählen wieder ausklingen und sei für eine kleine Weile einfach nur mit deinem entspannten Atem. Dann vertiefe bewusst den Atem und nimm einige ruhige, tiefe Atemzüge. Beginn dich zu bewegen und öffne wieder die Augen. Lehn dich einen Moment zurück und werde dir bewusst, wie du dich jetzt fühlst nach dieser kleinen Meditation. Und nun danke dir für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast, und lobe dich dafür. Namaste. Jede Menge wunderbarer Meditationsvideos von Anna Trökes, aber auch Patrick Brohm findest du bei uns bei Yoga Easy, dem größten Online-Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de/podcastgutschein und teste uns 2 Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um den Podcast besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen gratis Monat Online-Yoga. Gut geschrieben, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Spotify und Pipapo.